Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. 29 Jahre ist er alt, brachte gestern mal wiegen 72,7 Kilogramm auf die Waage und misst 1,79 Meter. Er ist Profi seit 2013. Sein Kampfrekord, 23 Kämpfe, 13 Siege, 6-mal gewann er durch K.O. aus Córdoba, España, by way of Colón City, Panama, El Guerrero, Omer Rodríguez. And now, ladies and gentlemen, the red corner. Und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke. A true ring legend. 38 Jahre ist er alt, brachte gestern beim Wiegen 72,3 Kilogramm auf die Waage und misst 1,77 Meter. Er ist Profi seit 2005. Sein Kampfrekord, 42 Kämpfe, 36 Siege, 18 Mal gewann er durch K.O. He's the former WBA World Champion, hailing from Houston, Texas, USA, and from Legacy Boxing, Austin, no doubt, Trout. The referee in charge of the action, der Ringrichter, ist Dominik Kuhhaupt. The referee now with the final instructions. Nun mit den letzten Instruktionen. Boxers, I expect a clean, fair fight. Listen to my commands all the time. Protect yourself at all time. Touch gloves, go back to your corners. 8 rounds, super welterweight. Seconds out, ring frei. Runde 1, round 1. Kurzfristiger Gegnerwechsel. Das ist ja immer das, was man als Boxer gar nicht so gerne hat, wenn man sich auf einen anderen Gegner vorbereitet hat. Und dann gibt es da doch die traurige Nachricht, der kommt nicht. Und dann meistens vielleicht auch noch in der Kampfwoche. Und da muss man am Montag nochmal sich ein bisschen umstellen. So hier auch geschehen. War ein Niederländer geplant, Steve Supan. Ja, nun also kommt ein Boxer aus Spanien, der immerhin im Training war und der einen anderen Kampf geplant hatte. Und dann diesen kurzfristigen Kampfeinsatz gerne angenommen hat. Und da kannst du natürlich auch nur in Europa gucken, weil die langen Flüge machen alles andere mehr oder weniger unmöglich. Also ein bisschen umstellen, aber Weltklasse-Mann Austin Trout, Ex-Weltmeister der Jahre 2011 bis 2013 in eben diesem Gewichtslimit. Also der ist ja mit allen Wassern gewaschen. Der kennt die Problematik, hat noch ein paar Mal mehr um die Weltmeisterschaft geboxt. Hat sich nicht mehr entscheidend durchsetzen können. Aber dieser Traum, der ist natürlich noch da. Und die Hoffnung, dass das noch mal gehen könnte. Und alles andere als ein Sieg hier wäre ganz bitter. Mit 38 hast du nicht mehr viel Zeit, dich da noch mal richtig nach oben zu boxen. Also muss hier alles funktionieren. Kein Betriebsunfall. Deswegen immer volle Konzentration und vollen Fokus. Wenn man in der Rechtsauslage gutes Auge, schnelle Fäuste. Ja, man sieht, dass der boxen kann. Ja, bis jetzt macht er es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da müssen auch mit den Köpfen auch passen. Aber es ist für den eingesprungenen, kurzfristig eingesprungenen Gegner natürlich auch eine Riesenchance, ja, zu sagen, okay, vielleicht habe ich was Überraschendes im Gepäck. Omer Rodríguez, 30 Jahre, 13 Siege, 9 Niederlagen, 1 Unentschieden. Ja, Blick auf den Kampfrekord alleine sagt ja nicht alles aus. Der wird auf jeden Fall probieren, das merkt man. Das ist auf jeden Fall, der muss zum Kämpfen zu kommen. Hier ein bisschen dagegen zu halten, um mal zu schauen, was funktionieren kann. Ja, der Junge möchte auf jeden Fall kämpfen. Ne? Der guckt sich ganz genau an. Ich glaube, der hat halt ein bisschen nur Probleme mit der Rechtsauslage, weil er zu sehr immer im... Oh, da war der kurz einmal drin schon. Na schön, ja, vielleicht ein bisschen tiefer, nicht genau zu erkennen. Auch der Referee stand auf der anderen Seite. Er müsste ja grundsätzlich auch auf der anderen Seite stehen, auf der offeneren. Dann kann man es natürlich besser erkennen. Das stimmt. Steht immer weiter auf der geschlossenen. Mal gucken, also nur wenn die Schläge weiterhin vielleicht auf dem Hosenbund landen. Ich weiß nicht genau, warum das Publikum pfeift. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, weil der Kampf... Das hätte passt eigentlich. Also machen, ja. Tasten sich ab, ist die erste Runde. Da gibt es erstmal kein großes Risiko. Absolut. Boxer bleibt stehen hier, der Mann aus
Spanien. Unser Nummerngold, Tatiana. Da wird noch mal ein bisschen auch am Körper gearbeitet. Man sieht in der Ecke von Austin Trout, dass der Trainer da so ein bisschen noch mal gezeigt hat. Hier Körpertreffer, das wäre eine ganz gute Idee. Also da darf man darauf hoffen, dass das in der nächsten Runde, die gleich beginnen wird, dann auch noch mal passiert. Ein bisschen mehr zum Körper arbeiten. Und dann schauen wir mal, was passiert. Kannst ja wieder ein bisschen tiefer suchen. Ringrichter steht immer noch auf der Seite, wo ich es nicht genau sehen kann. Das sind dann so ein bisschen die nicht ganz legalen Tricks, aber Foul ist dann, wenn der Referee unterbricht. So. Aber von da kann der Referee leider nicht viel sehen. Ne? Jetzt macht er es richtig. Hammers. Und die vorderen Füße, da sind sich beide auch gerade mal auf die großen Zehen getreten. Das ist ja die Situation, wenn du außen stehst, ist es besser. Du stellst dem Gegner ein bisschen den Weg zu. Unabsichtlicher Kopfstoß, als sie da ein bisschen zu unachtsam nach vorne gegangen sind. Scheint aber zumindest aus dieser Entfernung es nicht zu erkennen. Ja, der Gegner hat auf jeden Fall Probleme. Der Spanier mit der Rechtsauslage, der kommt damit gar nicht klar. Er weiß nicht, vorher lange, der läuft die ganze Zeit in die Schlaghand rein. Man muss es alles ein bisschen anders machen. Und das klingt halt einfacher, als es ist, weil genau alles das, was man geübt hat, auf was man sich vorbereitet hat, dann einmal anders zu machen. Hat selber auch einen gefangen, aber sich ganz gut dagegen auch wieder verteidigt und aus der Affäre gezogen. ...205 Amateurkämpfe aus den Trout, 163 Siege. Stark. US-Meister, Olympische Spiele, war er qualifiziert oder kam in die Alternativauswahl. Also hätte sich einer verletzt, wäre er nachgerückt, hat dann nicht so funktioniert. Dritter Platz danach nochmal bei der US-Meisterschaft. Profi-Debüt im September 2005. Da finden wir einiges auf dem Buckel. Ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen über die Jahre. Er revanchiert sich mit ein paar Schlägen zum Körper. Mal Rand finden, irgendwie die Distanz ein bisschen klarer machen. Und dahinterher gehen. Ja, das sieht jetzt von Romir Rodriguez immer ein bisschen besser aus als zumindest in Runde 1. Also er hat sich da doch ein bisschen reingefuchst in den Kampf. Vorsichtiges Arbeiten mit der Führhand. Bessere Defensive gegen das, was Austin Trout anbietet. Fehlen nur noch ein paar eigene Treffer und schon könnte es ein Kampf werden. Aus seiner Sicht. Ja, für ihn ist es halt sehr, sehr schwer, gegen einen Rechtsausleger zu boxen, als auch sich einzustellen dazu. Ne? Wie lange hat der Bescheid bekommen? Eine Woche, ein paar Tage vorher. Sehr, sehr schwer für ihn. Das ist ja die große Möglichkeit, ein bisschen was Überraschendes zu machen und vor allen Dingen macht das den Preis, den er hier bekommt, ja nicht geringer, wenn du ein paar Tage vorher gesagt bekommst, übrigens Austin Trout. Da geht ja der Preis ein bisschen hoch, weil man sagt, ja, könnte ich schon machen, aber kostet halt auch. Unser Nummerngold, Julia. Omir Rodriguez bleibt stehen in der Ecke und lässt es sich da vom Trainer mehr oder weniger ins Ohr flüstern. Will sich nicht setzen, will auch nicht so viel zuhören irgendwie. Der will schon raus. Der will einfach machen. Und Trout sitzt noch und jetzt geht's dann in die nächste Runde. Runde 3, 8 Runden sind angesetzt. Ich hatte schon den Eindruck, dass der Coach von Austin Trout etwas deutlicher geworden ist. So jetzt wieder
den Klassenunterschied oder den erhofften Klassenunterschied auch ein bisschen deutlicher zu machen. Und sich dann nicht zu sehr einlullen zu lassen vom Gegner, der ein bisschen was probiert, aber natürlich auch beschäftigt werden muss. Schöner Versuch als Konter, ja, sah gut aus. Leider nicht drin gewesen, ne? Wieder. Ja gut, Tiefschlag wäre ja bei Rodriguez, das muss man sagen, nicht das, was da als Tiefschutz aus der Hose rauskommt, sondern deutlich tiefer, also Hosenbund, auf den Namen sozusagen, also unterm Namen, da würde es dann irgendwann anfangen. Der Tiefschutz schon sehr weit oben. Ja, außen wartet die ganze Zeit auf den Konter, also auf die Möglichkeit. Tja, und wenn der Gegner nichts macht, dann ist es schwierig mit dem Konter. Genau, man das braucht halt diesen Schlag, auf den man dann antworten kann. Und wenn keine Frage kommt, also kein Schlag losgejagt wird, dann wartet man halt. Zum Körper. Die anderen Schläge sind alles mehr so Alibi-Aktionen, um ihn so ein bisschen zu locken in diesen Konter, in diesen ominösen, der nicht kommen mag. Die Führhand trifft nicht wirklich, stört ein bisschen, aber macht keine großen Probleme. Osten ist, glaube ich, auch damit zufrieden, wenn der Kampf über die Runden nach Hause schaukelt. Den Eindruck muss man haben, so wie er es hier macht. Ja, ein paar Runden sammeln irgendwie. Aber macht den Gegner natürlich auch ein bisschen stark damit, der nicht so aussieht, als ob er es nicht auch weiter probieren will. Aber wieder eine etwas bessere Runde für Trout. Ah, jetzt bleibt er immer noch stehen. Jetzt kommt. Seconds out, Ring frei, Runde 4. Round 4. Tja, stehst du oben in der Rangliste und hoffst auf irgendwas, was nach Titelkampf aussieht. Und dann musst du eben auch liefern in so einem Kampf. Und bislang hat man den Eindruck, da ist noch ein bisschen Luft nach oben für Austin Trout, der noch nicht alles zeigt, was er zeigen könnte. Das auch nicht unbedingt muss, aber... Das ist auf jeden Fall. Er sammelt, glaube ich, die Runden einfach Runde für Runde. Führhand immer wieder gut. Und das dauert zu lange. Bei Omir Rodriguez. Hoppala. Ja, die waren drin. Keine, aufpassen. Keine harten Treffer, aber immerhin zählbare Treffer. Also für die Punktrichter durchaus was, was man da buchen kann. Thank you.
wie du schon gerade eben sagst, Runde für Runde kannst du auch den Gegner stärker machen. Ne? Das sieht man jetzt gerade eben. Der Gegner will jetzt auch. Ja, da denkt sich, wenn das alles ist, dann kann ich ja vielleicht doch mal ein bisschen aufs Gaspedal treten. Und du hast halt auch manchmal so Gegner, für die ist das die Riesenchance. Das ist sein Titelkampf ohne Gürtel, wenn man so will, für Omer Rodriguez. Besser vorbereitet, als der Gegner vermutet vielleicht. Und dann die Möglichkeit, an so einem Tag auf einmal die Karriere mal so richtig zu befeuern. Es gibt da ja diesen ehemaligen Profi-Weltmeister Steve Robinson aus Wales, der auch ganz kurzfristig eingesprungen ist. Weltmeister wurde im Federgewicht, dann später gegen Prince Nazim Hamed verlor. Als Weltmeister 7-mal den Titel erfolgreich verteidigt. So viel hat er sonst als Profi nie zusammenhängend gewonnen. Aber an dem Tag, als es dann eben wichtig wurde, war er eben da. Freitag den Anruf gekriegt, Samstag Weltmeister. Schöner, macht Austin sein Spiel. Schönes Wochenende. Ja, macht sein Spiel, aber wird ja trotzdem dafür zu häufig getroffen und trifft selber zu wenig. Und das ist eben das, was mich ein bisschen wundert. Du kannst diese Spielchen machen. Roy Jones hat es gemacht, wenn er den Gegner trotzdem komplett unter Kontrolle hatte. Aber das ist hier nicht der Fall. Das war jetzt ziemlich tief. Ziemlich Gewühle. Ja, so richtig Zufriedenheit klingt, glaube ich, anders, ja, aus dem Publikum in dem Sinne. Und ich glaube, das spürt man schon. Wenn du spielst, ist fein, aber du musst eben auch was können. Oder du musst es eben auch vorher mit Leistung untermauern. Und hier ist er zu deutlich, zu leicht getroffen worden. Second down, Ringfrei, Runde 5, Round 5. Die Ecke von Omer Rodriguez wird immer forscher. Also die glauben jetzt mittlerweile dran, dass da vielleicht eine Überraschung möglich wäre. Fünfte Runde, Halbzeit, wenn man so will. Und der ganz einfache Sieg, ich gehe da mal in den Ring und boxe das solide nach Hause oder locker, der wird es auf jeden Fall nicht. Er hat schon gezeigt, dass da Schwächen vorhanden sind. Und die Frage ist, wie kann er das jetzt doch noch ein bisschen deutlicher machen, besser machen, standesgemäß, könnte man ja beinahe sagen. Oder ist da einfach nicht mehr so viel, wie man hofft? Er stellt sich den perfekten Gegner und danach kommt einfach nichts mehr. Und dann wird er selber zum Teil getroffen, einfach getroffen. So Treffer, wo du denkst, das kann eigentlich nicht sein. Und auf Weltniveau, wenn das jetzt ein richtig starker Gegner wäre, dann darf dir das erst recht nicht passieren. Weil das hat dann nochmal eine andere Qualität. Körper, die sind häufig gut drin, aber er kriegt ihn nicht so gefasst, wie er ihn gerne hätte, diesen Zugriff, dass man irgendwie mit dem Gegner spielen kann, hier noch nicht möglich gewesen. Und der Gegner wehrt sich, das gefällt mir. Absolut. Also schade, dass da das Publikum das nicht so richtig honorieren will. Oder kann. Oder einfach mehr Action erleben möchte. Vielleicht nachvollziehbar in gewisser Weise. Aber wer ein bisschen feines Boxen mag, der kommt hier eigentlich ganz gut auf die Kosten. Also langweilig, ich finde es nicht. Das, nö, ist auf jeden Fall schön. Da muss der Osten auf jeden Fall nachsetzen jetzt. Da hat er ihn einmal kurz gehabt. Aber
bleibt viel in der Deckung hängen. Also das Timing ist noch nicht so das, was Austin Trout im Normalfall zeigen kann. Und zeigt an, war auf den Hinterkopf. Das ist. Aber Gegner wertet, das gefällt mir. Ja, absolut. Absolut. Der macht mit. Wieder mehr Beinarbeit bei Austin Trout, die Beweglichkeit ein bisschen links, rechts rausgehen, versucht jetzt doch die Konter wieder, dieser linke Haken, schlecht und zum Ende dann auch noch mal schon gerade im Aktion. Tobias, der Dings, Austin Trout wird zu einfach getroffen, er trifft gut, ja. Aber wird danach zu einfach getroffen, ist zu offen. Und Omir Rodriguez ist nicht der Schnellste von der Art und Weise. Arthur Abraham. Da ist er. The Legend of Germany. Second down, Ring frei, Runde 6, Round 6. So, sechste Runde, 8 haben wir insgesamt auf der Uhr. Nach Punkten läuft das für Austin Trout, aber innerhalb dieser Runden läuft es nicht ganz so elegant und einfach und easy, wie man das wahrscheinlich gedacht hat oder erhofft hat. Und genau wie Agit Caballeres gerade angesprochen hat, das sind so leichte Gegentreffer, die von einem Mann kommen, der jetzt nicht besonders schnell unterwegs ist, aber der trotzdem es schafft, immer mal wieder eine Hand runterzubringen, die eigentlich da nicht hingehören darf. Und deswegen hat man ja immer so ein bisschen bei Austin Trout auch im Hinterkopf, was sind da die nächsten Möglichkeiten, wenn man über die großen Titel redet. Der muss hier glänzen. Da, und dann denkt man sich, oh, wenn das der Charlo wäre, dann könnte das schwieriger werden oder wird es definitiv. Ja, stellen wir einen Canelo dahin. Ja, dann haben wir einen kleinen Gewichtsunterschied und am Ende, glaube ich, den Kampf nicht bis in die sechste Runde. Bam. Er macht alles aus seinen Möglichkeiten, um hier Rodriguez. Versucht es mit der langen Rechten. Geführend wird wieder ein bisschen besser aus den Trout. Oh, mal gut gemacht. Ja. Boxen kann er. Aber Respekt an den Gegner. Ehrlich. Ja, das sind die Jungs, die das internationale Boxgeschäft so ein bisschen am Leben erhalten, die da so kurzfristig einspringen, so eine Show auch noch mal retten können und dann eben auch Leistung bringen, die Leistung ist. Absolut, Hut ab. Ja. Aber er stellt sich hin und sagt, komm ruhig, und dann wird er getroffen. Jetzt muss er ja. Der Rodrigo ein bisschen Mut tanken. Dann geil. Er geht nicht zurück, er bleibt dann stehen. Er will mitfighten und zeigt, komm Leute, das war eine gute Runde von mir. Sehr, sehr schöne Runde. Vielleicht ist das der Moment, wenn man Austin Trout sagt, du,
Auf den Punktzetteln ist es knapp, dass er dann denkt, oh weia, jetzt muss ich mal ein bisschen was zeigen. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, ihn vielleicht zu motivieren. Aber der Gegner ist motiviert. Er sagt, ey, ich kann ihm wehtun, ich kann den Kampf drehen. Ich kann vielleicht den Sieg mit nach Hause nehmen. Also Austin Trout hat nicht alle 6 Runden gewonnen. Und wenn jetzt die letzten beiden vielleicht noch wegrutschen. Mal sehen. Könnte passieren, dass er den Sieg dann aus der Hand gibt. Seconds out, ringfrei Runde 7, Round 7. Niederschlag, dann haben wir schon mal eine 10-8-Runde vielleicht. Das stimmt. Lass einen Punktabzug sein, weil irgendwie irgendwas mit dem Kopfstoß ist oder was auch immer. Sind ja alles Möglichkeiten, die du nicht so wirklich einplanen kannst. Und auf einmal rutscht so ein Kampf wirklich noch weg. Das wäre nicht unmöglich. Ist nicht unbedingt wahrscheinlich, aber es wäre nicht unmöglich. Und es ist die Hoffnung von Omir Rodriguez, dass genau so was passieren kann. Ein bisschen Tape gelöst am linken Handschuh bei Rodriguez. Schöner Körpertreffer. Ja, nicht voll drin gewesen, sah gut aus, aber war meines Erachtens noch geblockt. Das war schön. Das ist ein schönes Boxen. Und das Warten auf den Volltreffer. Er versucht sich da ranzuschieben, da hinterher zu gehen. Einmal rüberschauen zum Referee. Wieso sagst du dann nichts? Schön abgekontert. Ja. Ja, da von den Momenten braucht er mehr. Und die kommen jetzt ja auch, weil Rodriguez aufmacht. Ja, und so eine Situation. Und das machst du zweimal und kriegst den Punktabzug. Und schon Weidmanns Heil. ...2023, also ist ja schon 10 Jährchen her, dass er Weltmeister war. Dann noch lange an der Weltspitze gewesen. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, bevor unser Nummern gehört, will ich schon wieder zum Tosis bringen. Grüße Sie, Mo Weber ist in der Haus. Schön, dass du da bist, Mo. Jetzt wird am Handschuh gearbeitet. Genau, dass man da das Tape festmacht. Hier nochmal die guten Aktionen. Er steht nah dran, er trifft nicht, wie er dachte, treffen zu können. Aber er hat ihn hier natürlich viel besser im Griff, als das in vielen Szenen vorher der Fall war. Jetzt bin ich auf die Runde 8 gespannt, ne? Second out, ringfrei Runde 8, Round 8, letzte Runde, Final Round! So, das mit dem Festmachen des Tapes hat so mittel geklappt, sag ich mal. Ist ein bisschen mehr noch locker geworden. So, jetzt muss Dominik Kuhhaupt da mal selber ran.
mit der Hilfe. Ne, der Trainer darf nicht nochmal, der hat es probiert. Das macht der Referee selber. Achte Runde. Also die letzten jetzt, 3 Minuten. Und die lässt jetzt seine Erfahrung sprechen oder der knallt mit denen? Der Gegner will auf jeden Fall. Er hat ihn nicht so deutlich unter Kontrolle, dass er dieses Spielchen wirklich machen kann. Also ich bin da immer ein bisschen kritisch. Ich finde es bei Roy Jones fand ich es gut, aber da hatte der Gegner auch überhaupt keine Chance. Aber hier wird er zu leicht getroffen, ne? Ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, ja, vielleicht noch nicht respektlos, aber nah dran. Bleibt dran, dieser Rodriguez bleibt da stehen und versucht sofort was gegenzusetzen. Aber mal die Linke noch mal schön im Ziel. Auch die. Ah, oh, geil. Schenken sich beide jetzt nichts mehr. Oh, gut erwischt. Oh. Na, jetzt sieht es besser aus. Jetzt hat er ihn ein bisschen mehr. Aber man sieht es an dem Blick von Omir Rodriguez. Der ist noch nicht geschlagen. Und Respekt an den Gegner. Kurzfristig eingesprungen und absolut super Leistung. Also da kannst du schon mal die Nummer ein bisschen weiter vorne ins Telefonbuch einspeichern. Den kannst du nochmal anrufen. Vielleicht auch mal eine Woche früher. Der kann auf jeden Fall sehr stark einigen Boxern in dem Gewichtslimit einen ordentlichen Kampf liefern. Guter Prüfstein, der Junge. So, 20 Sekunden noch. Also schöner Endspurt und dann. Oder zumindest noch ein paar Treffer, sagen wir es so. Das sah schon mal ganz gut aus. Komm, 1, 2 Treffer wollen wir noch sehen. Und die kommen. Hat alles noch mal reingeworfen. Und am Ende hat es die größere Erfahrung von Austin Trout natürlich hier rausgerissen. Aber sehr schöne Geste. Ich glaube, der hat gemerkt, ich muss da doch noch mal ein bisschen 1, 2 Briketts nachlegen, weil der Gegner eben doch noch Lust hat und will und mitmacht. Und das hat Austin Trout dann ja am Ende eben auch gut gemacht und gut umgesetzt. Und demzufolge wird das hier ein Punktsieg für Austin Trout. Aber es bleiben diese Zweifel. Warum wird er so leicht getroffen? Ne? Getroffen. Aber manchmal auch Tagesform. Da nicht voll konzentriert oder nicht voll motiviert, weil du denkst, naja, komm, bisschen Schaulaufen kriege ich schon irgendwie hin und dann nochmal alles abzurufen. Es hat am Ende funktioniert. Betriebsunfall abgewendet, gut hinbekommen, also sollte ein komfortabler Punktsieg sein. Aber nicht jede Runde. Das auf jeden Fall nicht. Ne? Ich denke, 1, 2 Runden kann man an den Gegner geben, aber wie gesagt, der Gegner hat mir sehr, sehr gefallen, kurzfristig eingesprungen, hat einen guten Kampf abgeliefert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Prüfschein für andere Gegner, mal, die mal einen Test wollen, getestet werden wollen. Ne? Ja. Also ich habe nicht viel verstanden aus der Ecke gerade, aber der Trainer hat auf jeden Fall was von muy bien gesagt und das weiß ich noch aus der Schule, das heißt sehr gut. Hatte ich nie als Note, aber ich habe es häufig gehört. Muy bien.
Also da scheint er zufrieden zu sein mit dem, was da umgesetzt wurde. Dann warten wir noch aufs Urteil, dann haben wir ein paar Zahlen und dann gehen wir hier in die finalen Kämpfe und das, was uns heute noch hier erwartet. Die Stimmung ist gut, die Halle nicht ganz ausverkauft. Natürlich, das war ein bisschen auch erwartet worden, aber Sie sehen es selber, sehr, sehr ordentliche Kulisse. Einen großen Applaus für beide Fighter. Das offizielle Urteil. As we go to the scorecard. Maurizio Rinaldo und David Boskowitz werden den Kampf 78-75, 78-75. Und Chris Rösen werden den Kampf 79-73, 79-73. All three in favor, alle drei. Und damit einstimmiger Sieger nach Punkten. Winner by unanimous decision from Houston, Texas. No doubt, Austin. Einmal eine Runde, einmal, zweimal zwei Runden. Das haben die Punktrichter Omir Rodriguez gegeben. Kara-Punktsieg für Austin Trout. 37. Sieg, das noch als Chronistenpflicht.